Ja, dann möchte ich euch auch herzlich begrüßen. Technik funktioniert, wird auch aufgenommen? Gut. Ja, gut, weil ich habe jetzt kein Gerät dabei. Okay. Schön. Ja, wir möchten fortsetzen in unserer Reihe biblische Konfliktlösung. Wir hatten einige Abende vorab schon behandelt zu eigentlich der menschlichen Anthropologie oder wie Gott uns gemacht hat und wie wir funktionieren, weil wir denken, dass das grundlegend ist für auch das Verständnis von Konflikten oder wie Konflikte entstehen. Und das letzte Mal haben wir uns dann tatsächlich dem eigentlichen Thema zugewendet. Was ist ein Konflikt? Wie kann man Konflikte verstehen? Wie auch Gott uns, wir haben schon mal einen Überblick geschaffen das letzte Mal, wie Gott uns mit einer vollkommenen Konfliktlösung versorgt in seinem Wort. Und wir haben, ich hoffe, ihr habt die Unterlagen vom letzten Mal dabei. Wenn nicht, sie werden wieder zum Download unter www.bibelgemeinde.de gestellt. Ich habe euch das letzte Mal auch so ein Schaubild gezeigt, der glitschige Hügel eines Konflikts, ja, der soll darstellen die verschiedenen Reaktionen, wie man auf einen Konflikt klassischerweise reagiert. Die beiden Extreme zur rechten und zur linken, das waren die negativen oder die sündigen Reaktionen. Wir fliehen vor Konflikten oder wir reagieren mit Aggression. Und da gibt es verschiedene Stufen, sowohl was die Flucht als auch was die Aggression angeht. Und in der Mitte, die haben wir auch einzeln besprochen, sind die einzelnen Versöhnungsstrategien. Dass man zum Beispiel Konflikte einfach übersehen kann. 1. Petrus 4, Vers 8, ja, dass man nicht allem wirklich immer nachgehen muss. Dass es durchaus biblisch ist, Konflikte oder Unzulänglichkeiten in unseren Beziehungen einfach zuzudecken. In Liebe oder halt auch aufzudecken, indem man sich versöhnt, indem man sich aussöhnt. In der Bergpredigt macht der Jesus uns klar, dass Aussöhnung wichtiger ist als Anbetung. Ja, wenn du auf dem Weg bist zur Anbetung und weißt, dass ein Bruder was gegen dich hat, dann kehr erst um und versöhne dich mit ihm. Also so hoch ist der Stellenwert für Konfliktlösung in den Augen des Herrn Jesus. Und wir haben noch viele weitere biblische Konfliktlösungsstrategien aufgezeigt das letzte Mal. Das war überblicksmäßig. Wir werden die dann im Laufe unseres Studiums noch genauer anschauen. Und heute möchten wir diesen letzten Punkt, den wir das letzte Mal nur anreißen konnten, dafür ausführlich besprechen. Konflikte sind Gelegenheiten. Weil ich glaube, dass die wenigsten von uns von Natur aus in solchen Kategorien denken. Ja, ihr seid vermutlich nicht anders als ich, wenn ich vor einem Konflikt stehe, weil ich eine Meinungsverschiedenheit mit dem Bruder habe oder irgendeine Streitigkeit mit einer anderen Person, dann ist man immer erstmal sehr darauf bedacht, das so schnell wie möglich wieder aus seinem Leben zu schaffen. Und wie gesagt, hat man dadurch auch falsche Konfliktlösungsmechanismen erarbeitet, ja, indem man Konflikte verneint, als wären sie gar nicht da, ja, oder dass man auch Konflikte falsch löst, indem man angreift und versucht, nur sein Recht zu bekommen. Es ist keine Bibelstunde, ich kann euch schlecht einbinden, es ist mehr ein Vortrag, aber ich möchte euch trotzdem allen die Frage stellen, wozu lebst du eigentlich? Es kehrt immer wieder zu dieser grundlegenden Frage zurück. Warum hat Gott uns überhaupt das Leben gegeben? Zu was hat er uns eigentlich geschaffen? Wir sind so eingenommen, ist meine Überzeugung, in der heutigen Zeit von den Lehren des Humanismus oder vielleicht auch von großen Teilen der modernen Psychotherapie, dass jeder auf Anhieb innerlich denkt, ja, ich existiere, damit es mir gut geht. Ja, das steckt so in uns drin, das ist auch seit dem Sündenfall schon so, ich möchte die Welt gebrauchen oder vielleicht sogar missbrauchen, um mich zu verherrlichen. Das ist eigentlich Kern und Gegenstand des Falls. Ja, ich bin zum Konkurrenten Gottes geworden. Eigentlich soll doch die ganze Schöpfung, Römer 1, zur Verherrlichung Gottes dienen. Aber seit dem Sündenfall kenne ich kein anderes Programm
als zu meiner Verherrlichung zu leben. Das ist bei mir in meinem Leben so und das ist in eurem Leben so. Aber das ist nicht Gottes Schöpfungsgedanke. Ja, da haben wir das letzte Mal schon mit angefangen. Wir haben 1. Korinther 10 angeschaut. Vielleicht schlagen wir den Vers eingangs nochmal auf. 1. Korinther 10. Und ich bitte euch zu beachten, dass dieser Vers, auch wenn er fast nebensächlich klingt, genau in dem Kontext steht, den wir auch heute behandeln. Die Korinther hatten vielerlei Streit in ihrer Gemeinde, unter anderem, und darüber spricht Paulus gerade an der Stelle, unter anderem über die Essgewohnheiten. Ja, darf man Götzenopferfleisch essen? Oder später dann in 1. Korinther 11 muss er sie sogar ermahnen, wie sie beim Abendmahl oder bei dem Liebesmahl, was die Gemeinden damals, wie bei uns Gemeindetag, zusammen gefeiert haben, auch sehr, sehr selbstsüchtig mit dem Essen umgegangen sind und mit dem Trinken. Und in dem Zusammenhang sagt Paulus den Korinthern und auch uns, Vers 31 von 1. Korinther 10, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Also er sagt schon, selbst wenn es die profansten Dinge sind deines Lebens, tu bitte alles zur Verherrlichung Gottes. Und meine Frage an euch ist, sind Schwierigkeiten davon ausgenommen? Wenn Paulus sagt, tu alles zur Verherrlichung Gottes. Das ist doch gerade der Zusammenhang hier. Wenn ich esse oder trinke oder wenn ich in diesem Konflikt stehe mit meinen Geschwistern übers Essen und Trinken, an was soll ich denken? Nicht, dass ich Recht bekomme, nicht, dass ich mich durchsetze, sondern dass ich ernsthaft die Frage stelle, wie kann ich jetzt selbst die Situation gebrauchen, um zur Verherrlichung Gottes zu leben. Seid unanstößig, sagt er weiter, sowohl für Juden als auch für Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche. Seht ihr den Gegenteil, den Gegensatz? Wir suchen von Natur aus unseren Vorteil. Und gerade das, wenn ihr euch noch an die ersten Vortragsabende erinnern könnt, gerade das führt mich ja zum Streit. Ja, dieses Streben, dieses Begehren, Jakobus 4, Vers 1, woher kommt Krieg, woher Streitigkeiten unter euch? Dieses Begehren, das ich in meinem Herzen habe, dass ich meinen Vorteil suche, dass ich etwas bekommen möchte, was ich nicht erlangen kann. Dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Das ist eine radikal andere Sichtweise, wenn es um Konflikt geht. Nicht nur, was die Welt uns sagt, wie man mit Konflikten umgehen soll, sondern auch, wie wir natürlicherweise denken, wenn wir in einen Konflikt starten. Ja, wir liegen dann abends im Bett und wir führen das Gespräch wieder und wieder und wieder und wieder. Und interessanterweise immer mit dem Ziel, uns zu rechtfertigen oder Argumente für unsere Seite zu finden. Es ist völlig unnatürlich, im wahrsten Sinne des Wortes, bei einem Konflikt daran zu denken, Mensch, wie kann ich jetzt eigentlich zur Ehre Gottes leben? Und ich möchte euch heute Abend mit diesem Studium aufzeigen, dass es auch Konflikte davon nicht ausgenommen sind und dass es sehr wohl sehr viele gute Gründe gibt, Gott auch in einem Konflikt zu verherrlichen. Ich habe wieder mal nicht geschafft, PowerPoints vorzubereiten, aber ihr könnt euch später dann den ganzen Vortrag zum Nachlesen auf der Website, auf unserer Homepage runterladen. Das Erste, wie kann ich Gott in einem Konflikt verherrlichen, indem ich den Herrn nachahme und ihn in dieser Welt darstelle? Das ist der erste Punkt. Indem ich ihn nachahme und ihn in dieser Welt darstelle. Wie ich es eben schon gesagt habe, jeder von uns will im Konflikt erstmal Ruhe haben oder wir wollen unbedingt in einem Konflikt Recht bekommen. Aber wir denken nicht an diese grundsätzliche Lebensbestimmung von uns Menschen, ihn zu verherrlichen. Ich möchte euch das nur mal kurz vorzeichnen. Wie kann ich denn, selbst in einem Konflikt, der ja erst in der gefallenen Welt möglich geworden ist, wie kann ich denn in einem Konflikt trotzdem zur Verherrlichung Gottes leben? Schaut, der größte Konflikt, den es überhaupt je gab, war nie in der horizontalen, sondern der war in der vertikalen. Der größte Konflikt, in dem du standst,
warst du mit deinem Schöpfer. Weil du nie zur Ehre deines Schöpfers leben wolltest, das ist eigentlich der wahre Konflikt. Und wie hat der Herr Jesus Christus auf diesen Konflikt reagiert? Hat er gesagt, ich muss dich verurteilen, weil ich finde Schuld an dir. Ich habe dir das Leben gegeben, aber du lebst nicht zu meiner Verherrlichung. Hat er Gerechtigkeit um seinetwillen gesucht? Versteht mich richtig. Natürlich sucht der Herr Jesus Gerechtigkeit, aber hat er Gerechtigkeit um seinetwillen gesucht? Nein, er hat Gnade gesucht. Der Herr Jesus Christus ist in die Welt gekommen und wollte nicht aufrechnen, wollte es nicht sich durchsetzen. Der Herr Jesus Christus wollte Gnade und auf diese Art und Weise den Vater verherrlichen, auf diese Art und Weise uns zeigen, wie der Vater wirklich ist. Ja, voller Heiligkeit, voller Gerechtigkeit, aber auch voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Und es ist nun mal unser Auftrag, den Herrn Jesus in dieser Welt darzustellen, so verherrlichen wir Christus. Und dann ist es doch, wenn ich jetzt eins und eins zusammenziehe, dann ist es doch logisch, dann ist es doch ein Vorrecht, wenn ich in einem Konflikt nicht meinen Durchsetzungsvermögen suche, nicht mein Recht suche, nicht das, was mir zusteht, wenn ich mich, wie Paulus sagt, übervorteilen lasse, was mache ich denn dann? Ja, dann lebe ich so, wie mein Herr gelebt hat, der es nicht für einen Raub fest, wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern der sich, Philipper 2, zu nichts gemacht hat, der Knechtsgestalt angenommen hat und sein Leben letztendlich für deine Schuld hingegeben hat. Versteht ihr, wie ich gerade, also ich will sogar sagen, Konflikte bieten dir in gewisser Hinsicht überhaupt erst die Möglichkeit, deinem Schöpfungsauftrag gerecht zu werden. Wenn ich wirklich Gott verherrlichen soll und ich das tue, indem ich seinem Sohn ähnlich werde, dann kann ich das ja nur wirklich in der gefallenen Welt. Weil in einer gefallenen Welt ist ja Jesus Christus gekommen, um sein Leben hinzugeben. Das ging nur in der gefallenen Welt. Könnt ihr nachvollziehen. Und deswegen dürfen wir diese Konflikte, in denen jeder von uns steht, nicht immer gleich sofort als etwas sehen, was ich unbedingt aus meiner Welt hinausschaffen muss. Wir werden später noch sehen, dass ich und die Schrift, denke ich, auch davon überzeugt sind, dass es sowieso kein Zufall ist, dass wir in Konflikten stehen. Ja, dass Gott sogar Maß nimmt, wie er unser Leben führt. Aber versteht gerade, dass ich in einem Konflikt nachgeben kann, dass ich Gnade zeigen kann, dass ich Barmherzigkeit zeigen kann. Gerade das ist doch eine Möglichkeit, um zur Ehre meines Herrn zu leben. Ja, mich selbst zu verleugnen, so wie der Herr Jesus Christus sich verleugnet hat und für die Ehre seines Vaters zu leben, so wie ich jetzt für die Ehre des Herrn leben kann. Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare oder das Unsichtbare, seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm hin geschaffen. Wenn wir also wir sind für ihn gemacht, wir sind für Jesus Christus gemacht, wenn wir also in der Konfliktsituation tatsächlich als erstes seine Ehre suchen, seine Verherrlichung, dann haben wir tatsächlich mit Konflikten die Gelegenheit, ihn gerade darin zu verherrlichen, weil er den Konflikt mit uns durch sein eigenes Blut gelöst hat. Und das erwartet Gott ja noch nicht mal von uns. Ja, ihn hat Konfliktlösung mit uns sein Leben gekostet. Das erwartet Gott ja noch nicht mal von uns. Von uns erwartet er nur als erstes zu vergeben, nachzugeben, sich übervorteilen zu lassen, zuzudecken. Ja. Wie ihr Christus empfangen habt, so wandelt in ihm. Natürlich ist das extrem schwer, in einem Konflikt mit Gnade zu reagieren, in einem Konflikt nachzugeben, in einem Konflikt sich sogar übervorteilen zu lassen. Aber worin liegt der Schlüssel, dass ich tatsächlich auf die Ungerechtigkeit meines Bruders oder die Ungerechtigkeit meiner Schwester mit Gnade reagieren kann? Worin liegt der Schlüssel? Was gibt mir die Kraft? Einfach nur das, was ich eben gemacht habe, euch gesagt habe, das sollt ihr tun, weil es gut ist. Das wäre ja wie Gesetz. Und das Gesetz hat ja nicht die Macht. Was gibt mir die Kraft, tatsächlich mit dem anderen in Gnade umzugehen? Ganz genau. Wenn ich mir vor Augen halte, wie der Herr Jesus Christus mit mir umgegangen ist. So hat doch mein Lauf angefangen. Und so soll ich jetzt auch beständig laufen.
Am Anfang meines Weges habe ich doch Gnade erkannt. Am Anfang meines Weges bin ich doch auf die Knie gegangen und habe gesagt, ich bin schuldig vor dir. Unendlich schuldig, so schuldig, dass du dein Leben für mich geben musstest. Und so wie wir angefangen haben zu laufen, so müssen wir lernen zu wandeln. Wir dürfen nie diesen Stand als begnadigte Sünder verlassen. Wir dürfen uns nie an Gnade gewöhnen. Im Gegenteil, das muss sogar größer werden, je länger wir laufen. Das ist eines der vermeintlichen Widersprüche oder Paradoxien unserer Nachfolge. Je mehr ich laufe mit dem Herrn, umso mehr sollte ich mich eigentlich als Sünder erkennen. Paulus sagt am Anfang seiner Nachfolge, er ist der geringste der Heiligen. Später sagt er, er ist ein großer Sünder. Am Ende seines Lebens schreibt er dem Timotheus, ich bin der größte aller Sünder. Das soll nicht heißen, dass Paulus' Leben immer sündiger wurde. Nee, er hat immer mehr erkannt, wer er eigentlich ist vor dem Vater. Und diese Einsicht, wie sehr er auf Gnade angewiesen ist, hat es ihm möglich gemacht, selbst mit viel Gnade auf Konflikte zu reagieren. Denk mal an den jungen Paulus, wie er mit dem Markus umgegangen ist. Er war sehr hart. So hart, dass er sich mit Barnabas überworfen hat. Das war ein Konflikt. Und sie dachten, die Lösung liegt darin, dass man sich trennt. Ihr Lieben, die Apostelgeschichte ist beschreibend, aber nicht vorschreibend. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung war, wie wir sie ihm nachahmen sollen. Denn später ist Paulus zur Einsicht gekommen. Er hat Buße darüber getan und hat sogar gesagt, bring mir den Markus mit. Ja, ist ein guter, kann ich gebrauchen, ist einsatzfähig. Ich glaube nicht, dass es unbedingt, wir jedenfalls wissen das nicht von der Schrift her, dass es an einem anderen Markus liegt, sondern ich glaube, dass es an einem anderen Paulus liegt, der mehr in Gnade gebadet war, sich viel enger in diesen Mantel von Gottes Gnade geschlungen hat, als am Anfang seines Weges, was normal ist. Was wissen wir schon im Moment unserer Wiedergeburt davon, was es wirklich Christus gekostet hat, um uns auszulösen? Und es wird eine Ewigkeit brauchen, um das zu verstehen. Ihn zu erkennen, das ist das ewige Leben. Johannes 17. Wenn das Evangelium, es braucht also das Evangelium, nicht nur als Eintrittskarte in den Himmel, sondern es braucht das Evangelium als Motivation, als Kraftquelle für das Hier und Heute, damit ich wirklich Jesu Demut, Jesu Barmherzigkeit, Jesu Vergebungsbereitschaft widerspiegeln kann. Insbesondere in Konfliktsituationen. Und dann, ich komme da später nochmal drauf, gibst du übrigens der Welt einen handfesten Beweis dafür, dass nicht nur du Gottes Kind bist, weil dann bist du buchstäblich außerirdisch, wenn du so auf Konflikte reagierst, sondern du gibst der Welt damit auch einen Beweis für den Herrn Jesus Christus, dass er wirklich lebt. Wenn wir selbst Opfer bringen, um Versöhnung möglich zu machen, dann verherrlichen wir auf diese Art und Weise den Herrn Jesus Christus. Und das unterscheidet, ihr Lieben, diesen Rat, den ich ganz bewusst an den Anfang dieser Frage gestellt habe, wie sollen wir mit Konflikten umgehen, dieser Rat oder dieses Denken, wie ich es gerade eben beschrieben habe, in Konflikten als erstes nicht an sich selbst, sondern an Gott zu denken und an seine Verherrlichung, das unterscheidet euch von jedem anderen Seelsorgesystem, von jedem anderen Rat geben. Das findet ihr nicht in der Welt. Das ist ausgeschlossen. Kann es gar nicht geben, weil die Welt rechnet nicht mit einem sich erbarmenden, gnädigen Gott, den es zu verherrlichen, dessen Charakter es zu verherrlichen gilt. Das kennt die Welt gar nicht. Die kennt weder den Grund, noch die Motivation, noch das Ziel. Aber wir als Christen müssen doch anders denken. Wir dürfen doch nicht einfach das nachmachen, was die Welt uns vorgibt. Also das wäre der erste Punkt, ihr Lieben. Wir können zur Verherrlichung Gottes leben, indem wir den Herrn Jesus Christus im Konflikt nachahmen und ihn in dieser Welt darstellen. Das Zweite, wie du in Konfliktsituationen zur Ehre Gottes leben kannst, ist, indem wir ihm Vertrauen schenken. Schaut, die Bibel sagt zum Beispiel, Apostelgeschichte 20, 35 oder Sprüche 11, Vers 25, geben ist seliger als nehmen. Hast du sowas schon mal in der Welt gehört? Entspringt so ein Denken irgendwo der Weisheit, die irdisch ist? Das ist völlig fremd.
geben ist seliger als nehmen. Ja, das geht konträr zu dem, was wir natürlicherweise eigentlich denken. Oder Römer 12, Vers 14 und dann 17 folgende: Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Noch nie wurde mit Streit geschlichtet. Ja, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Noch nie wurde mit einem bösen Wort ein böses Wort gut gemacht. Noch nie. Das wissen wir eigentlich. Ja, aber die Welt denkt so und lebt so und lehrt auch so. Seid auf das bedacht, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Darauf werden wir später auch noch kommen. Das ist natürlich so viel, es möglich ist. Es liegt nicht immer nur in unserer Macht, in Frieden mit Menschen zusammenzuleben. Aber rächt euch nicht selbst, Vers 19, Geliebte, sondern gebt dem Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Gottes Handlungsanweisungen für Konfliktsituationen sind völlig anders, wie wir uns das vorstellen. Ich habe vor einigen Monaten mit einer Schwester ein Gespräch gehabt und sie hat mir davon berichtet, wie sie einen handfesten Konflikt mit einer Person hat, die ihr sehr, sehr nahe steht. Ja, war kein Bruder im Herrn, aber hat mit der Familie zu tun. Und wir sind dann am Schluss darauf gekommen, wir haben vieles andere noch besprochen, aber wir sind am Schluss darauf gekommen und haben gesagt, wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn du nach dem Rat, wie es hier in Römer 12 gegeben wird, wenn du jetzt diesem Mann, der dir so nahe steht und der dich so furchtbar, wahrscheinlich auch objektiv furchtbar behandelt hat, wenn du ihm was Gutes tust. Wenn du nicht das Böse mit dem Bösen vergeltest, ihr wisst das besser. Auf jeden Fall, sie ist dem Rat gefolgt und es war wirklich ein schlimmer Streit, ja, wo die Fronten völlig verhärtet waren und wo eine Beziehung, die über viele Jahre bestand, scheinbar zu zerbrechen drohte. Und sie hat Böses, wirklich Böses und ich glaube auch wahrscheinlich sogar einseitig Böses oder größtenteils einseitig Böses mit Gutem vergolten und hat ihm an einem gewissen Tag seines Lebens mit etwas gedient. Ich darf es nicht so konkret machen, sonst kommt noch jemand drauf, von was ich rede. Ja. Also sie hat dieser Person gedient. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Person hat tatsächlich ein paar Tage später zum Telefonhörer gegriffen und hat sich sehr bedankt für das Gute, was ihr widerfahren ist und hat von sich aus gesagt, du, und weißt du was, ich glaube, wir müssen noch mal über das sprechen, was ich dir da angetan habe. Also sie hat von sich aus schon signalisiert, dass sie Einsicht hat. Ihr Lieben, nicht nur, ich sage das jetzt nicht nur, um euch eine Verheißung zu geben, ja, jedes Mal, wenn du Böses mit Gutem vergilst, dann wird es ein Happy End geben. Nee, wenn du Böses mit Gutem vergilst, dann zeigst du, dass du Gottes Wort mehr vertraust als deinem natürlichen Verstand. Weil dein natürlicher Verstand rebelliert und sagt dir genau das Gegenteil. Du willst dich rächen. Gott sagt, mein ist die Rache, ich bin der Souverän, ich halte Gericht eines Tages über alles, über dich und über den anderen. Nimm das nicht vorweg. Ja? Sondern im Gegenteil, wenn du wirklich mich reflektieren willst in dieser Welt, gerade wenn es um Streitigkeiten geht, dann streck dich aus, dann tu Gutes. Und wenn wir das wirklich tun, versteht ihr jetzt das Element, was ich rüberbringen will, dann schenke ich ja Gottes Wort Vertrauen. Und wenn ich Gottes Wort Vertrauen schenke, dann lebe ich zu seiner Verherrlichung. Unabhängig davon, wie es ausgeht. Nehmen wir mal an, der hätte nicht angerufen und die Fronten wären verhärtet geblieben. Es ist egal. Du hast so gehandelt, wie Gottes Weisheit redet und nicht wie deine oder die weltliche Weisheit redet. Und das bedeutet, du hast zur Verherrlichung Gottes gelebt. Selbst wenn es kaum jemand mitbekommen hat. Der hat nicht darauf reagiert und die anderen haben es nicht gesehen. Aber der Herr Jesus hat es gesehen. Und das freut ihn über die Maßen. Und das müssen wir lernen. Das muss unsere Freude werden, wirklich für ihn zu leben, der als erstes sein Leben für uns gegeben hat. Ein dritter
Art oder eine dritte Art und Weise, wie wir tatsächlich in Konfliktsituationen Gott verherrlichen können, ist, indem wir seinem Wort Gehorsam leisten. Also ich will damit nicht nur das Gleiche sagen wie vorher, dass wir, also als Gegensatz, dass wir nicht nur dem Rat dieser Welt folgen, sondern, vielleicht habe ich schon vorweggenommen, sondern dass wir auch nicht unserem natürlichen Verhalten folgen, wie das unser Herz uns sagen würde. Das braucht auch manchmal Gehorsam. Wisst ihr, so viele, oder ich bleibe nochmal bei dem Beispiel, wo ich das der Schwester vorgeschlagen hatte, dass sie an dem und dem Tag diesem Mann besonders dienen soll mit etwas, was sie für ihn gemacht hat, dann hat sie gesagt, das kann ich nicht. Weil da würde ich ja heucheln. Und heucheln kann ich nicht als Christ. Versteht ihr den Gedankengang? Der kommt uns ganz schnell in den Sinn. Ich kann doch nicht was tun, was gegen mein Gefühl geht. Das ist doch Heuchelei. Ihr Lieben, ich werde nicht müde, mit diesem Missverständnis aufzuräumen. Wenn ich etwas gegen mein Gefühl tue, hat das nichts, aber rein gar nichts mit Heuchelei zu tun. Umgekehrt, wenn du etwas tust und dabei ein schönes Gefühl vorspielst, das ist Heuchelei. Aber wenn du etwas gegen dein Gefühl tust, ihr Lieben, das ist alltäglich Disziplin und manchmal Gehorsam. Das ist ganz normal. Jeden Morgen musst du aufstehen gegen dein Gefühl. Und du heuchelst nicht, wenn du an die Arbeit fährst und pünktlich um 8 Uhr beim Arbeitgeber erscheinst. Das ist Quatsch. Ja? Oder um es ein bisschen dramatischer auszudrücken, der Herr Jesus Christus hatte ganz bestimmt nicht das allerbeste Gefühl, als er ans Kreuz von Golgatha gegangen ist. Aber er war gehorsam. Das ist nicht Heuchelei. Das ist ein Missverständnis in uns. Oder vielleicht ist es mehr als ein Missverständnis, vielleicht missbrauchen wir es auch als Ausrede. Das stimmt nicht. Heuchelei hat was damit zu tun, wenn ich das Gefühl vorspiele. Ja, ich mache das ja, ich habe dich ja so lieb und ich mache das ja so gerne. Ja, und hinter meinem Rücken verstecke ich das Messer. Ja, oder ich drehe mich rum und rede mit meinem Bruder ganz furchtbar über dich. Das ist Heuchelei. Aber versteht, wenn du etwas gegen das tust, was deine Natur, deine sündige Natur dir eigentlich sagen möchte, was dein Gefühl dich eigentlich, zu dem dich dein Gefühl eigentlich drängen will, dann hat das nichts mit Heuchelei zu tun, dann ist das Gehorsam. Und wenn du so Gehorsam leistest, entsprechend dem Wort Gottes, dann lebst du zum Dritten zur Verherrlichung Gottes. Wir bringen damit nicht nur Verherrlichung an Gott, sondern das ist doch die Art und Weise, wie du wirklich Gott lieben kannst. Ja, wenn ich jeden von euch fragen würde, liebst du Gott, dann würdest du mindestens sagen, ich habe ihn lieb. Aber sind das nur Worte? Ja, Liebe ist ja gar nicht in erster Linie ein Gefühl, das wissen wir doch. Also hat Gott die Welt geliebt. Ja, dass er sich mit seinem Sohn in den Himmel gesetzt hat und gesagt, oh, wie schade. Ja, und ich habe euch so lieb. Nein, Liebe ist biblisch gesehen in erster Linie eine Tat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen geborenen, seinen einzigen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wenn ich seinem Wort gehorsam bin, dann drücke ich aktiv meine Liebe Gott gegenüber aus. Wenn ihr mich liebt, Johannes 14, Vers 15, so werdet ihr meine Gebote halten. Und auf die Art und Weise zeige ich auch, dass ich wirklich sein Kind bin. Im Grunde genommen haben wir das vorhin schon angesprochen. Ich denke, viele von euch kennen den Johannesbrief, also nicht das Johannesevangelium, sondern den ersten Johannesbrief. Und ich denke, einer der wesentlichen Anlässe, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat, ist, damit wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Also sprich, damit wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und gerade in dem Johannesbrief betont doch Johannes so sehr, dass Gott Liebe ist. Und nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und weil er uns geliebt hat, wir jetzt ihn lieben sollen. Oder ich will es anders ausdrücken. Wenn du wissen willst, ob du von jemandem abstammst, dann machst du einen DNA-Test, wenn du es wirklich ganz genau wissen willst. Und der ist zuverlässig. Wenn du Liebe zeigst in dieser Welt, und zwar nicht gefühlsmäßige Liebe, sondern tätige Liebe, im Konflikt zum Beispiel, Böses mit Gutem vergeltest, das ist tätige Liebe, dann zeigst du das, was der Herr Jesus gezeigt hat. Dann zeigst du die geistliche DNA deines Herrn. Versteht ihr den Zusammenhang?
Also das ist eine Art und Weise, wie wir wirklich zeigen können, dass wir Gottes Kinder sind. In der Bergpredigt sagt der Herr Jesus in Matthäus 5, Vers 9, glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Was ein Titel. Und selbstverständlich dürft ihr an der Stelle auch Töchter Gottes nennen. Ja, weil Benedikt Peters mir beigebracht hat, im Griechischen gibt es kein Wort für Geschwister. Also konnte er nicht sagen, die werden Geschwister Gottes genannt. Ja, und dann musst du halt im Kontext verstehen, was gemeint ist. Und ganz sicher seid ihr Schwestern davon nicht ausgenommen. Glückselig, ja, also wenn du, das ist nochmal eine ganz andere Komponente, aber da werden wir später davon sprechen, wenn du wirklich glücklich leben willst im Konflikt, dann musst du ein Friedenstifter sein. Und wenn du als Friedenstifter im Konflikt auftrittst, kurze Klammer, was glaubt ihr, wie die Schwester dann geschlafen hat, als dieser Anruf von diesem Mann kam, der sie so furchtbar behandelt hatte, aber dann er durch dieses Liebesgeschenk zur Einsicht kam? Versteht ihr, wie? Es ist keine Verheißung, es muss nicht immer so sein, aber wisst ihr, wie glücklich sie war? Und selbst wenn sie darüber nicht glücklich gewesen wäre oder hätte werden können, sie hätte immer in dem Umstand sich freuen können, dass der Herr Jesus sie ihre Tochter nennt, seine Tochter nennt. Das sagt der Text. Glückselig die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Eine vierte Art und Weise, wie wir Gott in Konflikten verherrlichen können, ist, indem wir im Streit auf Gott verweisen. Nehmen wir nochmal dieses Beispiel von dieser Schwester, die wirklich vorbildlich reagiert hat in diesem Konflikt und hat Böses mit Gutem vergolten. Natürlich hat der andere sich gefragt, warum macht die das? Das ist mir noch nie passiert. Ja, ich behandle sie wie ein Stück Dreck und sie vergilt mir Böses mit Gutem. Warum macht die das? Ja, warum, wie kommt sie dazu, dass sie sowas tut? Natürlich kommt er ins Fragen. Und ihr Lieben, das ist ein entscheidender Moment. Wem gibst du dann die Ehre? Wenn du dann schweigst, könnte der Bruder oder der Mann auf die Idee kommen, du bist ja so eine tolle Frau. Ja, du bist wirklich außerirdisch. Du bist wirklich übernatürlich. Aber das stimmt ja gar nicht. Warum hast du denn das gemacht? Erstens, weil du Gnade geschmeckt hast. Das gibt dir die Kraft. Nicht wir lieben Gott, sondern er liebt uns zuerst. Weil du Gnade geschmeckt hast und weil er unseren verfinsterten Verstand beleuchtet, er leuchtet, ja, und uns überhaupt den Weg zeigt, dass man Böses bitte nicht mit Bösem, sondern Böses mit Gutem vergelten soll. Und so kannst du im Streit tatsächlich zur Verherrlichung Gottes leben, wenn du im richtigen Moment dann auch auf Gott verweist. Ja, und nicht sagst, was war ich für ein toller Kerl, sondern ganz klar sagst, du weißt was, eigentlich hätte ich genauso reagiert wie du. Muss ich dir ehrlich sagen. Auch von meinem Gefühl her bin ich überhaupt nicht anders als du. Aber ich kann dir sagen, ich habe jemanden kennengelernt, der ist ganz anders. Und der hat mich auch ganz anders behandelt. Und du bist schon beim Evangelium. Ja? Ohne dich selbst groß zu machen. Weil die Menschen sollen sich nicht vor dir bekehren, die sollen sich vor dem Herrn Jesus bekehren. Die sollen nicht dich verherrlichen, sondern den Herrn. Das waren mal vier Ideen oder vier Möglichkeiten, vier Denkweisen, wie ihr sehen könnt. Und ich habe das bewusst an den Anfang dieses ganzen Studiums gestellt. Konflikte sind eine Gelegenheit, um zur Verherrlichung Gottes zu leben. Weil das den wenigsten so in den Sinn kommt. Und ich bitte euch herzlich, wenn ihr das nächste Mal oder vielleicht stehst du gerade in einem Konflikt mit einer Person, vielleicht schon über Jahre, ich bitte dich herzlich, denk doch mal vielleicht zum ersten Mal in einer ganz anderen Kategorie. Nicht so, wie wir Menschen immer denken. Wie kann ich Recht bekommen? Und sie hat wirklich so böse gehandelt. Ja, und wenn die andere Person wirklich 100% Schuld hat, darum geht es doch gar nicht. Wenn du so anfängst zu denken, versteht ihr? Dann geht es nicht mehr um dieses Aufrechnen. Oder wie kann ich gut rauskommen bei der Sache? Oder wie können wir wenigstens einen Kompromiss finden? Das ist doch gar nicht das Ziel. Der Herr Jesus Christus hat dich geliebt. Jetzt bitte lieb ihn, indem du ihm nachtust, indem du ihm nachahmst. Und das ist wirklich ein Weg, wie man mit jedem Menschen, so viel an dir liegt zumindest, im Frieden leben kann. Ein zweiter Punkt, warum Konflikte
eine Gelegenheit bieten, ist die Tatsache, ich muss mal hier die Übersicht liegen lassen, ein zweiter Punkt ist, dass wir in Konflikten anderen dienen können. Wie gesagt, jeder denkt bei einem Konflikt erstmal nur an sich selbst und deswegen kommen, glaube ich, die wenigsten bei dem Gedanken in einem Konflikt auf den Gedanken A, Mensch, das ist ja jetzt eine Gelegenheit, wie ich den Herrn Jesus ehren kann. Und ich glaube auch, dass die wenigsten auf die Idee kommen, B, das ist auch eine Gelegenheit, wie ich jetzt dem anderen dienen kann. Das ist uns doch genauso fremd, aus dem gleichen Grund. Weil ich immer erstmal, du und ich, wir sind jetzt anders, an mich selbst denke. Aber die Bibel sagt uns, dass wir in Konflikten damit eine Gelegenheit geschenkt bekommen, auch anderen zu dienen. Lukas 6, Vers 27 und 28. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, die euch beleidigen. Das Gebot der Nächstenliebe, oder wir sind von dem Gebot der Nächstenliebe nicht entbunden, selbst wenn unser Nachbar oder unser Nächster uns hasst oder uns flucht oder uns schlecht behandelt. Ja, wir sollten nicht barsch reagieren oder uns rächen, sondern Gott ruft uns ganz konkret den Feinden gegenüber auf, barmherzig zu sein. Ja, also wir sprechen hier keinesfalls von Eheseelsorge, aber Joe Adams hat mal gesagt, wenn Gott sogar will, dass wir unsere Feinde lieben, ja, wie viel mehr dann unsere Ehepartner? Ja. Unter Umständen gibt Gott uns die Gelegenheit, eine Last unseres Gegenspielers zu tragen, indem wir für seine geistlichen, emotionalen oder materiellen Bedürfnisse sorgen. Ja, ich habe das Beispiel nicht so konkretisiert, aber das wäre ein Beispiel dafür gewesen, was ich euch eben von der Schwester genannt habe. Galater 6, Vers 2, dass wir einer des anderen Lasten tragen. Natürlich erfordert das schon ein gewisses Maß an geistlicher Reife. Aber überleg doch mal, wenn du ein Stück weit, weil du deine Ehre und deine Stellung und deine Position sowieso in Christus hast, deine Identität in Christus gefunden hast, da haben wir kaum von gesprochen, aber das ist so wesentlich, gerade im Konflikt, ja, wir kommen da auch noch zu, dass du nicht immer gleich deine Ehre angegriffen siehst, dein Wert, deine Wertigkeit. Ja, wenn du deine Ruhe in Christus gefunden hast, wenn du weißt, er liebt mich und das ist mir genug, egal wie ich bin, dann kannst du sogar mit diesem Abstand dem Konflikt anschauen und dieses, sagen wir jetzt mal, zu 10 oder 20 oder vielleicht sogar zu 100% schlechte Verhalten deines Bruders und deiner Schwester und vielleicht zum ersten Mal den Gedanken entwickeln, wie kann ich ihm jetzt damit helfen? Das ist wirklich außerirdisch, ist mir schon klar. Aber das geht. Paulus konnte das und die Apostel haben es uns vorgemacht, warum. Und Paulus ermahnt uns dazu in Galater 6, Vers 2, ja, warum sollte es da nicht möglich sein? Gott ermahnt uns nicht zu etwas, was außerhalb unserer Reichweite liegt. Gott kann uns auch gebrauchen, um unseren Gegenüber, vielleicht ist es ja auch ein Konflikt, der nicht gerade zwischen dir und dem Bruder oder der Schwester oder der Mann oder der Frau besteht, Gott kann dich vielleicht auch gebrauchen, um in einem Konflikt zu einer besseren Lösung zu kommen, ja. Stell dir vor, die zwei haben nur im Sinn, wir brauchen einen Kompromiss und wir müssen beide gut bei rauskommen. Und du stellst ihnen vielleicht nur die ersten paar Takte von dem vor, was wir heute Abend besprochen haben, was sie nie vorher gesehen haben. Dann können sie zu einer viel besseren Lösung kommen. Dann können sie nämlich zu Gottes Ehre leben wollen. Und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, wie viel Prozent jeder vom Kuchen bekommt. Könnt ihr nachvollziehen? Das ist eine bessere Lösung als einfach nur einen Kompromiss. Philipper 2, die Verse 3 und 4. Oder unter Umständen will Gott uns auch als Werkzeug benutzen, um andere liebevoll aufzuzeigen, wo er falsch liegt und sich ändern muss. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ja, wir folgen dem Prinzip, das kommt dann als nächstes, das wird der nächste große Schritt unserer Schulung sein, zieh als erstes den Balken aus deinem eigenen Auge. Das wird das nächste Mal das große Thema sein. Aber wenn das passiert ist, die Bibel ist nicht schwärmerisch oder verleugnet ganz und gar die Notwendigkeit oder Möglichkeit, dass du nicht auch den Stachel aus deines Bruders Auge entfernst. Das sagt er doch deutlich.
Ja, dann siehst du klar, um auch den Stachel aus deines Bruders Auge zu entfernen. Und wenn du das wirklich tust, nachdem du aber Schritt A und B gemacht hast, an Gottes Herrlichkeit und Verherrlichung gedacht hast und erstmal dich um deine eigenen Sünden gekümmert hast, dann ist das Gnade in dem Leben des anderen, wenn du ihm auch in dieser Demut, weil du erstmal deine eigenen Sünden auch bekannt hast, das heißt es ja, den Balken im eigenen Auge zu entfernen, dann ist das eine Gnade für den anderen, wenn du ihm liebevoll mit seinem Stachel hilfst. Das ist ja nicht ausgeschlossen, aber das braucht Voraussetzungen. Ja, erstens, dass du wirklich in Liebe handelst und zweitens, dass du erstmal vor der eigenen Haustür gekehrt hast. Aber so dienst du tatsächlich dem anderen im Konflikt. Das ist eine Gelegenheit. Und noch ein letztes, schlussendlich können wir auch anderen dienen, indem wir ihnen in der Mitte eines Konflikts ein Beispiel für Gnade, Barmherzigkeit und Selbstlosigkeit bieten. Das kann bei Ungläubigen so sein. In dem Fall, was ich euch beschrieben habe, war es eine Beziehung zwischen einer gläubigen Schwester und einem ungläubigen Mann. Und sie waren Beispiel für Gnade, für Barmherzigkeit, für das, was wie Christus ist. Und so kannst du das Ungläubigen gegenüber sein und so kannst du das auch Gläubigen gegenüber sein. Das war die zweite Gelegenheit. Ja, Konflikte bieten Gelegenheiten, A, Gott zu verherrlichen und B, anderen zu dienen. Und noch ein drittes, Konflikte bieten auch die Gelegenheit, in das Bild Jesu zu wachsen. Der Herr Jesus ist viel mehr interessiert an unserer Heiligung als an unserem äußerlichen Wohlergehen. Das schmeckt mir gar nicht und den meisten von euch wahrscheinlich auch nicht, weil jeder hat das in sich drin. Ich möchte Genuss, ich möchte Frieden, ich möchte Stille, ich möchte Ruhe. Aber auch wenn das eine gewagte Aussage ist, aber ich denke, wir können die biblisch belegen, natürlich möchte Gott Frieden und Ruhe und Stille auch in deinem Leben. Aber das ist ihm längst nicht so wichtig wie deine Heiligung, wie Veränderung in das Bild des Herrn Jesus Christus. Wir zitieren alle vielleicht mehr oder minder vorschnell Römer 8, Vers 28. Wir können das ja mal aufschlagen. Ja, bitte tut das nicht, das ist nicht unser Thema, aber wenn jemand eine leidvolle Erfahrung macht, haut ihm bitte nicht als erstes Römer 8, Vers 28 um die Ohren. Auch wenn das Kapitel später kommt, aber es gibt einen ganz schlichten, aber sehr tiefgründigen Rat. Weint mit den Weinenden. Das ist ein guter Rat als erste Reaktion, wenn jemand leidvolle Dinge erlebt. Und ein schwerer Konflikt mit jemandem, der einem sehr lieb ist, ja, in der Familie, in der Ehe, in der Verwandtschaft oder in der Gemeinde, natürlich bringt das viel Leid in ein Leben. Aber wenn wir dann schon zu Römer 8, Vers 28 kommen zu gegebener Zeit, dann bitte kommt auch zum Vers 29. Denn das ist die Begründung für den Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, der Sohn, der Prototokos oder der Prototyp, der Erstgeborene, da geht es nicht um Geburt, ja, da geht es um Prototyp, damit er der Prototyp sei unter vielen Brüdern. Das ist eine glasklare Belegstelle dafür. Gott hat gerade im Kontext von schwierigen Umständen ein ganz anderes Programm im Blick. Nicht als erstes dein Wohlergehen, noch nicht einmal unbedingt deine körperliche Unversehrtheit. Das wissen wir ja, aus Johannes 9 oder Johannes 11. Da ging es nicht um körperliche Unversehrtheit. Der eine war lahm, der andere blind und keiner hatte Schuld. Gott wollte sich verherrlichen. Und gleichzeitig möchte er uns heiligen. Gott ist das seligste, glücklichste und erfüllteste Wesen, das es im ganzen Universum gibt. Wenn wir also wirklich ihm ähnlicher werden, dann werden wir wahrhaft glücklicher, seliger und erfüllter. Auch wenn das vielleicht manche irdische Annehmlichkeiten kostet, manche Träume, die nicht erfüllt werden. Ja. Dieser Veränderungsprozess, das ist natürlich ein Prozess, der hat am Tag unserer Wiedergeburt
begonnen und Gott wird nicht davon ablassen. Ja, das gute Werk, was er uns begonnen hat, das wird er auch vollenden. Gott wird nicht von dir ablassen, um uns weiter in das Bild seines Sohnes umzugestalten. Und wenn Römer 8, Vers 28 wahr ist, dann ist Römer 8, Vers 29 auch wahr. Römer 8, Vers 28 darfst du auch über die Konflikte aussprechen. Ja, das ist nicht schön, aber das soll dienen und das muss dienen. Das werden wir am Ende von unserem Studium heute Abend noch sehen. Das muss sogar dazu dienen, zu Gottes Zwecken, weil er über diese Umstände in unserem Leben wacht. Er gebraucht Konflikte, er gebraucht sogar sündige Einstellungen und Gewohnheiten in unserem Leben. Er gebraucht zum Beispiel Konflikte, um sündige Einstellungen oder Gewohnheiten in unserem Leben zu offenbaren. Unter dem Druck eines Konflikts treten gewöhnlich die Dinge an die Oberfläche, die sich tatsächlich in unserem Herzen befinden. In Konflikten, ich gebe mal nur ein Beispiel und wie man damit umgehen sollte in der Heiligung. Ich glaube, dass wahrscheinlich in fast jedem Konflikt jeder von uns sehr häufig kritisiert wird. Richtig? Es werden dir Vorwürfe gemacht. Teilweise natürlich auch auf eine sehr unschöne Art und Weise mit immer und nie. Ja, was man unbedingt vermeiden sollte, weil es wahrscheinlich wirklich nicht stimmt. Aber wie auch immer, wir werden, wenn es um Auseinandersetzungen geht, nicht drum herum kommen, dass wir sehr scharf oftmals kritisiert werden. Und die Zunge kann wirklich so schlimm sein, dass die Bibel sagt, sie kann tödlich sein. Sie kann furchtbaren Schaden in uns anrichten. Aber ich wollte nicht über die Zunge reden, ich wollte darüber reden, ja, wie reagiere ich jetzt in dem Moment, wenn mich jemand angreift und mich kritisiert? Und sagen wir mal, ein Großteil davon ist wirklich ungerechtfertigt, ist ja klar. Ja, ich bin ja eigentlich schon fast für den Himmel bereit. Um wirklich mit Kritik gut umgehen zu können, müssen wir uns vor Augen halten, dass die Realität noch viel, viel schlimmer ist. Ist dir das schon mal bewusst geworden? Ja, da fährt dich jetzt einer oder eine von der Seite an und kritisiert dich und du gehst sofort in Abwehrhaltung. Das steckt in mir, das ist normal. Aber halt doch mal einen kurzen Moment den Finger vom Abzug und überleg mal, was wirklich wahr ist. Oder ich kann es anders sagen, schau doch mal für einen Moment ans Kreuz. Denn am Kreuz siehst du nicht nur die Liebe, mit der Christus dich bis in den Tod geliebt hat, sondern genau in dem Moment, wo du so scharf kritisiert wirst, schau doch mal einen Moment ans Kreuz und schau, wie furchtbar wirklich dein Zustand ist. Ich sage immer zu, ihr kennt ihn ja nicht, deswegen darf ich das Beispiel vielleicht bringen, ich sage immer zu meinem Friseur, der den Herrn noch nicht kennt, und wir reden fast jedes Mal über den Glauben, und es ist allerhöchste Zeit, ja, betet für meinen Friseur, weil menschlich gesehen ist er wesentlich näher dem Richterstuhl oder dem Weißen Throngericht sogar als viele andere, weil er über 80 ist und trotzdem noch Haare formt. Und ich sage ihm immer, egal wie er heißt, oder kann man vielleicht auch sagen, Adolf, wenn es in irgendeiner Form besser um uns bestellt wäre, weil das ist so schwer, dass er das akzeptieren kann, dass er wirklich Sünder ist, wie jeder Mensch. Ja. Aber dann kommen wir immer drauf, wenn es wirklich so schwer ist, das zu akzeptieren, oder wenn es wirklich anders um uns bestellt wäre, glaubst du wirklich, der Herr Jesus Christus hätte dann nicht einen anderen Weg genommen als über Golgatha? Es gab nichts anderes. Es ist viel schlimmer, als wir uns das ausmalen. Ja, wie Paulus am Ende seines Dienstlebens sagen konnte, 1. Timotheus 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Je mehr ich mir meiner eigenen Sünde bewusst werde, umso mehr, umso größer schätze ich die Gnade des Herrn Jesus Christus, umso mehr kann ich mich auch über diese Gnade freuen und umso mehr kann ich auch einfach annehmen, hast recht eigentlich. Stell dir mal vor, du reagierst so und sagst vielleicht zu deiner Frau, eigentlich hast du gar nicht so Unrecht. Und weißt du was? Es ist noch viel schlimmer, als du vermutest.
Wenn ich dir hier an die Tafel schreiben würde, was ich diese Woche schon alles in meinem Herzen so geplant, gedacht und für gut, in meiner Selbstsucht für gut gehalten habe, ihr würdet mich von der Kanzel zerren. Ich würde mich gar nicht zu euch reden lassen. So schlimm ist wirklich unser Herz. Und du weißt das eigentlich. Nur wenn dich jemand angreift, ja, dann glaubst du auf einmal, du hättest den Herrn Jesus gar nicht mehr nötig. Ein zweites, wenn wir in Konflikte geraten, ja, und von jemandem scharf kritisiert werden, dann achte mal bitte darauf, ob du diese Kritik nicht schon mal gehört hast. Also, ob es nicht sogar eine zweite oder eine dritte Person in deinem Leben gibt, die schon mal so etwas Ähnliches gesagt hat. Das ist ganz gefährlich, weil das könnte bedeuten, da gibt es ein Muster in deinem Leben. Ja. Wer von euch glaubt, dass das Wort aus Matthäus 7, dass ich den Balken habe und der andere den Splitter, wer glaubt, dass das Wort wahr ist, der meldet sich jetzt mal bitte. Und zwar so, dass ich sehen kann. Wenn du dich gemeldet hast, dann glaubst du, dass du für deinen Balken blind bist. Weil das sagt der Herr Jesus. Und übrigens auch an anderer Stelle, in Hebräer 3, Vers 12 und 13, die Sünde ist betrügerisch. Ja, und sie, könnt ihr selbst nochmal nachlesen, und sie macht mich blind eigentlich für meine eigene Sündhaftigkeit. Das ist normal. Also du glaubst das. Jetzt frage ich, und jetzt kannst du dich gerne mit der anderen Hand melden, jetzt frage ich dich, wenn du das wirklich glaubst, wer hat den anderen dann schon mal gefragt, Bruder oder Schwester, zeig mir meine Sünde. Zeig mir meine Verfehlung. Hilf mir, meinen Balken zu sehen, weil nach Jesu Worten kann ich ihn nicht sehen. Wer hat das schon mal gemacht? Preis den Herrn, für die, die sich melden können. Aber sollten wir uns alle nicht dahin bewegen, dass wir das, wenn wir das wirklich für wahr halten, das reicht doch nicht. Es kann doch nicht genug sein, dass wir einfach nur sagen, hast gut gepredigt, Herr, auf diesem Berg. Wenn wir wirklich das glauben, dass das wahr ist, wann kommst du mal zu deiner Frau oder zu deinem Mann und sagst ihnen, Mensch, helf mir doch mal, das ist doch ein Vorrecht, dass ihr ein Gespann seid. Helf mir doch mal zu sehen, für die wenigstens Unzulänglichkeiten, wenn nicht Sünden, für die ich selbst blind bin. Der Herr Jesus hat es gesagt, wir sind blind, die Sünde ist betrügerisch. Wir brauchen den anderen, der uns da, und natürlich wollen wir den anderen, der uns nicht in Grund und Boden stampft, der rammt ungespitzt, sondern der das Ganze in Liebe dann tut. Das ist schon klar und das verstehe ich auch, dass man das nicht täglich deswegen tut. Aber wenn du das nie machst, wenn du gar keinen hast in deinem Leben, dem du dich mal anvertraust und dem du mal offen mit dem mal reden kannst, der selbst vielleicht jemand ist, der dir zeigt, dass er allein aus Gnade lebt, ja, dann fällt es doch viel leichter. Dann ist, glaube ich, schwierig. Ihr Lieben, wenn du mehrfach oder von mehreren auf die gleiche Sache angesprochen wirst, dann ist das eigentlich Alarmstufe rot, weil wir sind blind für unsere eigene Sünde. In Konfliktsituationen, weil das so ist, weil Matthäus 7 gilt und Hebräer 3, in Konfliktsituationen sollten wir auch lernen, bewusst dankbar zu sein für Kritik, die uns gegeben wird. Das ist unnatürlich, das weiß ich, aber wenn das stimmt, was der Herr Jesus sagt, dann muss ich eins und eins zusammenzählen. Dann muss ich anfangen, dankbarer zu werden, wenn mir jemand wirklich mal was sagt, was nicht so ganz richtig ist. Klar muss ich wahrscheinlich erstmal Luft holen, weil es ja so lieblos gesagt hat. Vielleicht war es gar nicht so lieblos. Aber ich muss doch im Herzen einfach erstmal Danke sagen. Oder auch wenn ihr denkt, das wäre jetzt Heuchelei. Es ist keine Heuchelei. Das ist Gehorsam nach Matthäus 7. Mach dir das doch mal zur Angewohnheit, wenn dich das nächste Mal jemand kritisiert, einfach erstens zu schweigen, wenn es um deine Selbstverteidigung geht, weil du hast ja schon die Kanone ausgepackt und die ist ja schon entsichert und du bist ja gerade dabei abzuziehen. Als erstes den Finger vom Abzug zu nehmen, die Kanone nochmal zur Seite legen und dann einfach mal sagen, du, hab Dank, dass du mir das gesagt hast. Das fällt mir zwar echt jetzt schwer, aber ich will sagen, ich will darüber nachdenken. Ja, lass mir einen Moment Ruhe, wir sprechen später nochmal darüber, aber
Sag doch einfach mal Danke dafür. Ist außerirdisch. Aber wir sind Außerirdische. Ja? Wir sollen ja so leben, wie Christus uns geboten hat. Ein vierter Punkt, oder vielleicht noch eine Belegstelle dafür, dass wir wirklich dankbar sein sollen, 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7 oder Jakobus 1, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber wahrscheinlich 3 oder 4, ja, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen, das Wort darfst du auch mit Fug und Recht Prüfungen übersetzen. Das ist nicht nur Versuchung zur Sünde, sondern grundsätzlich auch Prüfungen. Ja, wenn du kritisiert wirst, dann ist das garantiert eine Prüfung für dich. Steht völlig außer Frage. Halte es für Freude. Das ist keine Freude. Keiner hat das gern, kritisiert zu werden. Das sagt ja Jakobus auch gar nicht. Halte es für Freude, weil du weißt, dass da was Gutes bei rauskommen kann. Gott gebraucht sowas in deinem Leben. Oder 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen, oder du darfst wieder übersetzen, Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Gott gebraucht offensichtlich Prüfungen und Versuchungen, um meinen Glauben sogar zu bewähren. Ein viertes, wie du reagieren solltest, wenn der Konflikt gerade entbrennt und du kritisiert wirst, dann erinnere dich bitte daran, wie oft du in der Vergangenheit in der Beurteilung der Dinge falsch lagst. Das ist eine Hilfe. Ja? Kehr einfach mal zurück in deinen Gedanken und nicht nach, wir wollen ja dann die Schlacht kämpfen. Ja? Ich meine, da haben wir uns gleich im Streit getrennt und dann liegen wir im Bett und wir denken nur darüber nach, Argumente, 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 Argumente. Und ich kann kaum einschlafen vor Zorn, weil je mehr Argumente ich finde, umso mehr finde ich, dass es ja ungerechtfertigt ist, was mir da widerfährt, und das raubt mir den Schlaf für die ganze Nacht. Habt ihr nie, weiß ich. Ja. Lass es doch mal. Lass mal den Kampf und kehr mal zurück in deinen Gedanken und überleg mal nicht nur an alles, was wir jetzt schon vorher besprochen haben, dass das Gelegenheiten sind, Gott zu verherrlichen, dem anderen zu dienen, sondern überleg doch auch mal, wie oft lagst du wirklich schon falsch, obwohl du vorher felsenfest davon überzeugt bist, du hast recht. Ja. Also mir fällt es immer noch schwer, aber eine Lektion habe ich mittlerweile gelernt. Ich weiß mittlerweile, dass ich sehr oft Dinge nicht weiß. Also sprich, dass ich es vergessen habe. Ja, und wer mich kennt, der weiß das auch. Hat manchmal was Gutes, nicht selten aber auch was nicht so Gutes, wenn man Sachen einfach komplett vergessen hat. Ja. Aber ich erinnere mich dann gerne daran und dann sage ich jetzt schon manchmal wenigstens viel häufiger, ja, vielleicht war es doch ich, dass ich das echt, ich dachte, ich hätte es gemacht oder ich dachte, ich hätte es getan oder gesagt, aber ich habe es gar nicht gemacht, ich wollte es vielleicht. Ja. Oder du hast Sachen ganz falsch in Erinnerung. Ja, ich hoffe, dass jeder von euch ein Beispiel hat aus seinem Leben, wo er felsenfest überzeugt war von etwas und nachher doch zu der Einsicht kommen musste, ich habe mich geirrt. Das kann doch gar nicht anders sein. Wir sind Menschen. Ja. Wir sind fehlbar. Und mach das, ja, wenn es zu so einer Auseinandersetzung kommt. Erinnere dich bitte daran. Wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, sagt Paulus in Galater 6, Vers 3, so betrügt er sich selbst. Oder Römer 12, Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Auch für Christus, auch für dich musste Christus sterben, Klammer zu. Sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Eine fünfte Reaktionsmöglichkeit oder Vorschlag, wenn du gerade so am Anfang der Hitze eines Konflikts stehst, ist, wenn wir kritisiert werden, besteht die wichtigste Frage nicht darin, wie wir uns verteidigen können, sondern vielmehr darin, was Gott uns sagen will. Immer wieder das Gleiche, ja. Geh weg von dem Abzug, diese Argumente sammeln. Wie kann ich mich jetzt verteidigen? Was kann ich alles zurückschießen? Gerechtfertigterweise oder ungerechtfertigterweise. Sondern geh wieder einen Schritt zurück und überleg mal, was will Gott mir eigentlich damit sagen? Wir kommen am Ende nochmal drauf, vielleicht hätte man da die Reihenfolge umkehren müssen, aber ich bin fest davon überzeugt, nicht nur die schönen Dinge deines Lebens, sondern auch die schwierigen, geschehen mindestens in der Zulassung Gottes.
Ja, es ist nicht alles in seinem moralischen Willen, aber es ist hundertprozentig alles in seinem souveränen Willen. Oder anders ausgedrückt, ist es passiert, es ist passiert. Hätte Gott es verhindern können? Ja, Gott hätte es verhindern können. Hat er es verhindert? Nein, er hat es nicht verhindert. Also hat Gott einen Plan damit. Und mach das am Anfang von so einer schwierigen Situation. Frag dich, worauf will Gott mein Augenmerk lenken? Warum ist es denn so schwer, gerade am Anfang eines Konflikts, wirklich so zu denken, auch wie wir die ersten vier Ansätze schon gebracht haben? Warum fällt es uns denn so schwer? Ich mache mal einen Vorschlag. Weil ich doch glaube, dass wir in der Tiefe unseres Herzens davon überzeugt sind, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht sind. Wir halten uns für viel, viel besser, immer noch, als wir tatsächlich sind. Ihr Lieben, wir haben nicht den Blick, wir haben den kleinen Blick, aber wir haben nicht den vollkommenen Blick Gottes auf unser Herz. Wenn wir das hätten, oder je mehr wir das bekommen, umso mehr löst sich ganz, ganz vieles. Umso mehr liebe ich Gnade, umso mehr bin ich mir meines Heils gewiss, ganz sicher. Menschen, die mit Heilssicherheit Probleme haben, glauben nicht an einen zu großen und strengen Gott. Die glauben an einen viel zu kleinen Gott, an einen viel zu unheiligen Gott. Wenn ich wirklich sehe, mehr und mehr ist die Betonung, weil ich es nie hier ganz vollendet sehen kann, wie heilig Gott wirklich ist, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als in dieser Schrecklichkeit meines Herzens meine Verdammnis, aber seine Gnade und nur seine Gnade zu sehen und mich nur darauf zu werfen. Könnt ihr ungefähr nachvollziehen? Ja. Also ein letztes, ein fünftes. Wenn du kritisiert wirst, ihr Lieben, dann legt bitte euer Augenmerk darauf, was will Gott mir damit sagen. Abschließend, wenn wir Konflikte mit einer geistlichen Einstellung begegnen, dann werden sie uns, das ist die Verheißung von Römer 8, Vers 28, sie werden uns zum Besten dienen. Konflikte werden uns helfen, unsere Not für Gott zu erkennen. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 10. Konflikte werden uns helfen, unsere sündigen Einstellungen und Gewohnheiten zu erkennen. Psalm 119, Vers 67 und 71. Und Konflikte werden uns Gelegenheit geben, das alte Ich durch Buße und Glauben immer mehr abzulegen und das neue Ich in wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit und Christusähnlichkeit anzuziehen. Epheser 4, 22 bis 24. Und Konflikte werden uns die Gelegenheit bieten, gottesfürchtige Gewohnheiten zu entwickeln. 1. Timotheus 4, Vers 7 und Hebräer 5, Vers 14. Ich habe das jetzt ein bisschen schnell zusammengefasst. Ihr könnt das dann alle nochmal nachlesen. Es gibt ein kleines ABC der Nachfolge und des Wachstums. Und das lautet: Anfechtungen bilden Charakter. Nochmal, das kleine ABC der Nachfolge. Anfechtungen bilden Charakter. Oder Christusähnlichkeit. Könnt ihr auch das C füllen. Ich will schließen, die letzten Minuten darauf verwenden. Es braucht auch einige Einsichten, um Konflikte wirklich als Gelegenheit zu verstehen. Eine Grundvoraussetzung, die ich am Anfang schon genannt habe, ist, dass wir Konflikte als eine Gelegenheit sehen, zur Verherrlichung Gottes zu leben. Ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden. Das ist eine erste Einsicht, die ich unbedingt haben muss. Und trotzdem gibt es auch noch grundlegende Wahrheiten über das Wesen Gottes, die ich unbedingt erkennen und teilen muss, wenn ich Konflikte wirklich als eine Gelegenheit verstehen möchte. Wir werden nie ausreichend Zeit dafür haben, wirklich über den Punkt zu sprechen, das Wesen Gottes mehr und mehr zu verstehen. Aber ich will euch wenigstens diese Baustelle aufzeigen. Wir müssen alle in der Einsicht des Wesens Gottes, wie Gott wirklich ist, mehr wachsen. Und das bietet für uns die Gelegenheit und die Grundlage, Konflikte als Gelegenheit zu erkennen und in Konflikten dann auch richtig zu reagieren. Ich will das nur mit zwei Eigenschaften deutlich machen. Als erstes, Gott ist allmächtig. Das glauben wir alle. Und wenn ich euch fragen würde, würdet ihr alle wieder eure
Hand heben. Aber ihr Lieben, das heißt mit anderen Worten auch, dass wirklich nichts, aber auch gar nichts in meinem Leben zufällig geschieht. Matthäus 10, Vers 29 antwortete Herr Jesus, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen würde auf die Erde fallen ohne euren Vater. Wann hast du das letzte Mal gesehen, dass ein Spatz seinen letzten Atemzug getan hat und rückwärts vom Ast fällt? Du hast es noch nie gesehen, behaupte ich jetzt einfach mal so. Noch nie. Und nicht nur, dass du es noch nie gesehen hast, Gott sieht das nicht nur, es geschieht noch nicht einmal, das sagt der Herr Jesus, ohne die Zulassung des Vaters. Ja, wie viel mehr, bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid viel, viel wertvoller als viele Sperlinge. Nichts, ihr Lieben, aber wirklich gar nichts geschieht in unserem Leben einfach mal so zufällig. Gott ist der Allmächtige, er ist der Herrscher und nicht nur des Himmels, sondern auch der Erde. Und das umfasst nicht nur das Ableben von Sperlingen, sondern auch alle Lebensumstände, ganz sicher inklusive aller Konflikte, in die ich unweigerlich in meinem Leben gerate. Und es liegt an jedem Einzelnen von uns, gerade in Konfliktsituationen eine bewusste Entscheidung zu treffen. Die bewusste Entscheidung, das ist kein Zufall. Das kommt nicht von ungefähr. Der Konflikt muss keinesfalls, oder das darf man, glaube ich, immer sagen, der Konflikt entspricht keinesfalls dem moralischen Willen Gottes. Also, dass Gott das gut heißt, dass es ihm wohlgefällig ist, dass das was Vollkommenes ist, ja, Römer 12, Vers 2. Das will keiner sagen. Auf keinen Fall ist ein Konflikt was Positives in Gottes Augen, ja, nach seinen Moralvorstellungen. Aber das darf uns nicht so weit führen und zu denken, aha, also war es völlig außerhalb seines Willens. Nein, Gott ist der Souverän, er ist der Allmächtige über mein gesamtes Leben. Schaut euch doch mal Hiob an. Wie viel Schlimmes kam in das Leben Hiobs? Ja, warum kam es denn in das Leben Hiobs? Nur mit der Zulassung Gottes. Satan konnte auch nicht einen Deut in dem Leben Hiobs ausrichten, ohne vorher um Erlaubnis gefragt zu haben. Und Gott hat ihm die Erlaubnis gegeben und hat ihm aber gleichzeitig jedes Mal noch eine Grenze gesetzt, was er nicht darf, im Kapitel 1 und auch im Kapitel 2. Martin Luther hat es ausgedrückt, Satan ist der Kettenhund Gottes. Ja, wir haben leider viele von uns unbewusst diese Vorstellung entwickelt, Yin-Yang, ja, so einmal ist Gott oben und Satan ist unten und das andere Mal so zwei Mächte, die miteinander kämpfen und wie so ein Kreis, ja, der so wirbelt. Ihr kennt ja leider alle dieses Bild. Das hat überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Satan ist ein geschöpftes Wesen. Er ist ein von Gott geschaffenes Wesen. Er hat einen Anfang und er hat ja im Feuersee sein Ende. Und er kann gar nicht, auch wenn er überaus mächtig ist und wesentlich mächtiger als alle von uns, aber er ist nicht unbegrenzt. Er kann nicht tun und lassen, was er will. Es geschieht mit der Zulassung Gottes. Ich will euch eine Definition von Gottes Allmacht versuchen zu geben, die einigermaßen umfassend ist, weil es ist nicht leicht, gerade wenn es dann auch um das Böse geht. Wie bringt man das Böse darin unter? Ihr könnt es dann für euch nochmal nachlesen. Wenn wir sagen, dass Gott allmächtig ist, dann meinen wir, dass Gott über alles absolut erhaben ist, dass es über ihm nichts gibt, dass er die Herrschaft über alle Schöpfung ausübt. Psalm 103, Vers 19, 1. Timotheus 6, Vers 15, 1. Chroniker 29, Vers 12. Herrschaft über seine Schöpfung bedeutet, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts außerhalb seiner Kontrolle liegt, dass es nichts gibt, was Gott nicht zuvor ersehen oder geplant hätte. Jesaja 46, Vers 10, und Klagelieder 3, Vers 37. Das bedeutet auch, dass jede Kreatur, ob auf der Erde, im Himmel oder in der Hölle, am Ende ihre Knie beugen und mit seiner Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, Vers 10. In seinem Handeln in der Weltgeschichte erhält und lenkt Gott alle seine Geschöpfe und deren Gedanken und Taten sowie auch alle Ereignisse. Daniel 4, 31 und 32 oder Epheser 1, Vers 11. Sodass alle seine gerechten und gnädigen Absichten erfüllt werden. Und doch tut er das auf eine Art und Weise,
achtet bitte auch darauf, die den Menschen völlig in Verantwortung für das hält, was er denkt, sagt und tut. Und auch ein letztes, wenngleich Gott nicht der Autor des Bösen ist und auch keinerlei Wohlgefallen an dem Bösen hat, Hesekiel 33, Vers 11, so ist er doch Herr über das Böse. Jakobus 1, 13 bis 14 oder 1. Johannes 1, Vers 5. Und er gebraucht es zum Guten. 1. Mose 50, 20, 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7 und Jakobus 1, 3 bis 4. Ich will euch ein biblisches Beispiel geben, um diese Definition von Gottes Allmacht und Souveränität zu verdeutlichen. Ihr seid alle sehr gut vertraut mit der Josefsgeschichte aus 1. Mose ab Kapitel 30, weiß jetzt nicht, 36, 37 und geht auf jeden Fall, endet dann in Kapitel 50. Und ich stelle dann immer die Frage, ist es richtig und entspricht es Gottes moralischem Willen, also dem, was gut, wohlgefällig und vollkommen ist, ist es richtig, seinem Bruder ums Leben zu bringen? Natürlich nicht. Ist es richtig, seinem Bruder als Sklaven nach Ägypten zu verkaufen? Natürlich nicht. Wer hat die Schuld dafür, dass er als Sklave nach Ägypten gekommen ist? Ruben. Weil wenn es die anderen gewesen wären, dann wäre er umgebracht worden. Ja, also es ist eigentlich noch eine Gnade gewesen, dass er als Sklave nach Ägypten verkauft wurde. Die Brüder haben volle Verantwortung dafür. Und das wussten sie auch, als sie vor ihm standen. Richtig? Und jetzt wünschte ich, ihr hättet alle eine Luther-Übersetzung, weil leider die Elberfelder in dem Vers nicht so wörtlich das Hebräische wiedergibt, wie Luther oder auch die, soweit ich weiß, unrevidierte Schlachter. 1. Mose 50, Vers 20, schlag mal bitte auf. 1. Mose 50, Vers 20, das ist der Showdown. Ja, ihr kennt das. Die Brüder müssen dann durch Gottes Souveränität alle vor ihrem Bruder Josef erscheinen. Und das ist der Moment, wo alle wissen, was los ist. Wo nicht nur Josef weiß, wen er vor sich hat, sondern wo die Brüder auch wissen, wen sie vor sich haben. Nämlich den, der jetzt Macht über ihr Leben hat. Der hätte sagen können, fort mit euch. Ja, und die wären nie wieder gefunden worden, weil er der zweite Mann nicht nur in Ägypten war, sondern man kann sagen, der zweite Mann dieses ersten großen Weltreiches. Und er sagt, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Die Elberfelder fügt leider hinzu, Gott machte was Gutes daraus. Aber das stimmt nicht. Das steht auch gar nicht da. Ja, die Elberfelder sagt, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, aber Gott hat es beabsichtigt, zum Guten zu wenden. Dieses zum Guten zu wenden, das steht gar nicht da. Sondern es steht da, um Gott aber gedachte, es gut zu machen. Das ist viel konkreter, weil es wiederholt genau das Verb von den Brüdern. Die Brüder gedachten es böse, aber Gott gedachte es gut. Und ihr Lieben, das kann wirklich zum großen Trost für die schwierigen Lebenssituationen, nicht nur für Konflikte, eigentlich für jede schwere Wegführung werden, aber ganz besonders auch für Konflikte. Wenn mich jemand, sagen wir mal wirklich, der andere ist hundertprozentig schuld, was ja sowieso meistens nicht stimmt. Ja, das ist ja in meiner Vorstellung so. Wenn der andere kommt, der sagt ja genau das Gleiche, witzigerweise. Aber nehmen wir mal an, es wäre so. Versteht ihr, wie viel Trost ich in der Tatsache finden kann? Es geschieht nicht von ungefähr. Ja, er ist dafür verantwortlich. Aber Gott ist der Souverän über das alles. Wenn Gott es nicht gewollt hätte, wäre es in seiner Zulassung nicht passiert. Er hätte es verhindern können. Er hat es aber nicht verhindert. Und deswegen hat er sogar, und das ist die zweite Charaktereigenschaft, die wir noch kurz erwähnen, er hat es sogar in Liebe getan. Weil Gott ist Liebe. Versteht ihr, er ist nicht nur liebevoll. Johannes geht so weit, dass er in seinem Brief schreibt, Gott ist Liebe. Ich kann es umkehren, wenn Gott irgendetwas in seinem Leben oder in seinem Dasein tut, was nicht perfekt liebevoll ist, dann hört er auf, Gott zu sein. Das bedeutet die Aussage, Gott ist Liebe. Das heißt mit anderen Worten, Gott ist nicht allmächtig, in Anführungszeichen. Also sprich, er kann nicht alles tun, was er will. Versteht mich jetzt bitte im Kontext.
Also ich will es, oder ich muss es konkreter sagen, Gott ist nicht ein willkürlicher Gott. Gott ist nicht Allah, der seine Souveränität in Willkür auslebt. Gott wird begrenzt. Wisst ihr durch was? Durch sich selbst. Durch seine eigene Liebe. Durch die Liebe, die er dir bewiesen hat. Mit der er für dich in den Tod gegangen ist. Und die zwei muss ich unbedingt zusammenziehen. Ja, ich darf nicht nur über die Allmacht Gottes reden, sonst kann es sehr kalt werden. Gott ist Liebe. Und alles, was er tut, und er könnte es anders tun, das tut er in grenzenloser Liebe. Auch wenn, wie bei Hiob, ich nicht immer die Auflösung bekomme, in dem Diesseits, warum er das so gemacht hat. Aber ich bitte dich inständig, höre auf, das Wesen Gottes über dein Leben zu beurteilen. Wir schauen immer auf unser Leben und sind dann ganz schnell versucht zu sagen, wie Gott, wie kannst du sowas tun? Nein, Gott bringt uns bei, immer wieder in seinem Wort, wir müssen das Wort anschauen, weil das ist der einzig zuverlässige Zeuge, wie Gott wirklich ist. Nicht dein Leben und deine Interpretation deines Lebens, sondern das Wort Gottes, das Kreuz, Christus, die biblische Geschichte. Das ist der einzig vollmächtige und zuverlässige Zeuge, wie Gott wirklich ist. Und in diesem Licht, wie Gott wirklich ist, muss ich lernen, mein Leben, auch meine Konflikte zu beurteilen. Jesaja 46, Vers 10, damit will ich schließen. Gott ist der Souverän, wirklich über alle Lebensumstände, so wie es auch bei Josef war. In Jesaja 46 sagt der Prophet über Gott, oder er schlüpft hier, er macht sich hier zum Mund Gottes und sagt, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Bei Josef durften wir es ein Stück weit sehen, dass es gut war. Warum? Ja, es war schlimm für Josef. Es war zeitweise über Jahre sehr schlimm. Was glaubt ihr, ich weiß es nicht und ich will ihm nichts in die Schuhe schieben, aber was glaubt ihr, wie er manchmal gedacht hat, als er jahrelang im Gefängnis saß? Wie er dann gesagt hat, war doch nur wegen meinen Brüdern. Aber Gott kam zu seinem guten Ziel, mit diesem hässlichen Handeln dieser Brüder. Warum? Weil er hat nicht nur die Familie am Leben gehalten, er hat die Linie am Leben erhalten, von der er von Anfang an verkündigt hat und über Abraham verkündigt hat, aus diesem Samen, aus deinem Samen, werde ich alle Nationen segnen. Das ist Gottes Perspektive. Er hat mit diesem schlimmen Konflikt zwischen den Brüdern, zu denen übrigens auch Josef beigetragen hat. Ja, warum kommt er auch mit seinem bunten Mantel als jüngster Sohn aufs Feld und macht den Brüdern die Nase lang? Und es war ja auch eine super Idee, ihnen diese Träume so darzustellen. Ja, also das war ein echter Konflikt, der auch auf Gegenseitigkeit beruhte. Aber Gott ist souverän über dem. Und er kam damit zu seinen guten Zielen. Das ultimative Beispiel, diese Verknüpfung von Allmacht und Liebe, könnt ihr am Kreuz sehen. Es gab keine größere Ungerechtigkeit, als dass der sündlose Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha verblutete und erstickte und sein Leben hingab. Für dich und für mich. Es gab keine größere Ungerechtigkeit in diesem ganzen Universum. Selbst Josef, haben wir eben gerade gesehen, der hat ja auch ein bisschen zu beigetragen. Der war auch nicht ohne. War der Lieblingssohn, der Zögling seines Vaters. Und Jakob hat übrigens auch Schuld. Der hat sie ungerecht behandelt. Der hat sie nicht gleich behandelt. Ja, da ist Schuld gewesen sogar. Und trotzdem kommt Gott damit zu seinen guten Zielen. Aber beim Herrn Jesus Christus gab es gar keine Schuld. Er ist wirklich das unbefleckte Lamm Gottes. Und dieses Lamm musste sterben, hat sein Leben hingegeben. War das gerecht? Nein, es war ungerecht. Aber Gott kommt mit dieser Ungerechtigkeit, mit diesem Konflikt, mit diesem universalen Konflikt, zu dem größten Sieg, den er je erringen konnte. Nicht nur über Satan und seine Mächte, sondern auch indem er sich darstellt, wie er wirklich ist. Ja, heilig und allmächtig, aber unendlich gnädig und liebevoll. Und hat mit dem Kreuz seinen Charakter für alle Ewigkeit zur Schau gestellt, damit wir ihn ansehen und anbeten können. Gott ist allmächtig und Gott ist gut und er tut gut. Und so dürfen wir
der festen Überzeugung sein, ihr Lieben, dass Gott auch Versuchungen, auch Prüfungen, auch Konflikte dazu gebrauchen wird, ja, um uns zu zeigen, ja, wie man ihn verherrlichen kann, in schweren Wegen, in schwierigen Situationen. Gott wird diese Situationen gebrauchen, um uns zu zeigen, wie man Menschen auch beistehen kann. Und alle Herausforderungen, inklusive von Konflikten, die Gott in unserem Leben zulässt, werden uns auch helfen, uns mehr und mehr auf ihn und auf ihn allein zu verlassen. Und wie schon zuvor dargestellt, wird Gott auch diese Schwierigkeiten gebrauchen können, um uns mehr und mehr in das Bild seines Sohnes Jesus Christus umzugestalten. Und wir können sicher sein, dass durch jede Schwierigkeit, auch durch Konflikte, er uns leiten wird, wenn wir eben ihm und seinem Wesen, seiner Führung vertrauen. Er tut das auf die eine oder andere Art. Entweder wird er das Problem aus unserem Leben entfernen, nachdem es seinen Zweck erfüllt hat, 2. Korinther 1, Verse 3 bis 11, oder aber Gott wird uns auch die Kraft geben, diese Last Tag für Tag zu tragen, die er uns auferlegt hat, 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Wir dürfen der festen Überzeugung sein, dass die Herausforderungen, die Prüfungen auf unseren Leib zugeschnitten sind, weil wir einen allweisen, allmächtigen und liebevollen Gott vor uns haben. Er weiß genau, woran wir arbeiten müssen und welche Mittel er dafür einsetzen muss. Es geschieht nichts durch Zufall. Gott weiß genau, was er braucht, welche Schritte er benötigt, um uns zu Christusähnlichkeit zu führen. Ich will schließen mit 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen betrübt worden seid, wie zum Beispiel auch durch Konflikte, damit, Vers 7, die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird zu Lob und zur Herrlichkeit und zur Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Amen. Das nächste Mal, für die, die teilnehmen können, wollen wir uns dann diesem zweiten großen biblischen Schritt zur Konfliktlösung zuwenden, nämlich nicht wie popel ich mit einem Balken in den Augen an dem Splitter in dem Auge meines Bruders, sondern wie entferne ich als erstes den Balken aus meinem eigenen Auge. Lasst uns noch aufstehen und ich bete noch mit uns und dann